Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Elder Scrolls Online. Ja, wir befinden uns immer noch in Schnittermark und zwar hier unten am Wegschrein von Weidenhain. Da wollte ich mal schauen, hier gibt es zwei Stück, einmal hinein in die Lasterhöhle und einmal gibt es hier dieses Verlies. Wie heißt die Quest? Die Heulwindhöhle, wobei ich mir nicht sicher bin. Nee, das ist auch hinein in die Lasterhöhle. Das scheint beides das gleiche zu sein. Dann schauen wir einfach mal, was uns dort erwartet. Also hier ist der Wegschrein. Von dort aus reiten wir jetzt ein Stückchen rüber. Und ich glaube, ich ahne schon, was das ist. Genau, das ist dieses Dorf. Warum man hier zwei Enden hat, kann ich euch nicht sagen. Und ich weiß nicht, was ich tun soll. Bist du denn die Quest, die ich suche? Ich bin mir nicht sicher. Du bist jetzt nochmal komplett woanders aufgetaucht. Bitte, Reisende, haltet ein und hört mich an. Ihr seid für die Spiele zu Hadrans Karawane gekommen, ja? Die Wetten. Tant ist verschwunden. Ich fürchte das Schlimmste und weiß nicht, was ich tun soll. Wer ist Tant? Er ist mein Gefährte, mein Leben. Er kam zur Karawane, um auf die Spiele zu wetten. Er wollte etwas Gold gewinnen, damit wir uns eine gemeinsame Existenz aufbauen können. Dieser törichte Tant. Kein Gold der Welt ist sein Leben wert. Ich kann nicht helfen. Das sagt er mir nicht. Okay, ich mit meiner etwas kratzigen Stimme heute muss das jetzt machen. Sein Vater und seine Schwester halfen mir bei seiner Suche und erzählten mir von einer Frau namens Azum. Sie arbeitet direkt für Adran. Ich weiß vielleicht sogar, wo mein Junge hin ist, aber sie wollte nicht mit uns sprechen. Bitte, werdet ihr versuchen, ihr zu helfen? Ich spreche in eurem Namen mit ihr. Ich kann die Güte von Serendar in euren Augen sehen. Hab Dank, Reisende. Warum ist er zum Spielen hierher gekommen? Wer kann schon sagen, warum ein liebes, toller Mann überhaupt irgendetwas macht? Wir haben in den letzten paar Jahren immer wieder über unsere Pläne gesprochen. Darüber, was wir mit unserem Leben anfangen wollen. Tant wurde ruhelos. Er war es leid, auf ein besseres Morgen zu warten. Er kam also hierher, weil er hoffte, eine Menge Gold zu gewinnen? Unser Traum. Lacht bitte nicht. Tants Vater Musak ist Koch. Ein höchst talentierter Koch. Mein Tant ist auch ein guter Koch. Und ich wollte schon immer ein Geschäft leiten. Wir sprachen darüber, unsere eigene Taverne zu eröffnen und Musak stolz zu machen. Warum macht ihr euch solche Sorgen? Habt ihr denn nicht von Hadran gehört? Er hat einen Ruf voll Finsternis und grausamer Krallen. Man sagt, er würde mit Sklavenfleisch und Skoma handeln, dass er Geschäfte mit Spionen und Verrätern macht. Ich mache mir Sorgen, dass die ganze Sache meinem süßen Tant über den Kopf gewachsen ist. Okay, das ist übrigens das Dorf, was ich weiß gar nicht, in der letzten Folge erwähnt habe. Ich habe es ein bisschen umgemodelt. Eigentlich hatte ich nämlich vorher die eine Folge ja aufgenommen und dann die zwei Halloween-Folgen. Aber da das jetzt, ja, passender war, nee, da hinten muss ich mit ihm sprechen, da das passender war, erstmal Halloween reinzuschieben, weil das Event ja nicht mehr so lange läuft, habe ich die halt, andersrum hochgeladen. Also. Willkommen bei Hadrans Karawane. Ich bin Azum. Ich kümmere mich um die Spiele und die Taverne. Was kann ich für euch tun? Ich suche nach einem Khajiit namens Tant. Ihr werdet mir verzeihen müssen. Ich spreche grundsätzlich nicht darüber, welche Gäste zur Karawane kommen oder was sie hier tun. Wir legen Wert auf die Privatsphäre unserer Gäste, wisst ihr? Er ist verschwunden und seine Familie hat mich gebeten, ihn zu suchen. Ah, ich verstehe. Ich würde euch ja gerne weiterhelfen, aber wisst ihr, vielleicht hat einer der Buchmacher ihn gesehen. Wenn ihr mit ihnen sprecht und unter Umständen etwas Geld springen lasst, dann erinnern sie sich womöglich an dieses Kätzchen. Das würde ich machen, wenn ich an eurer Stelle wäre. Sollte ich mit irgendjemand Bestimmten sprechen? Wollen wir mal sehen.
Dulan sieht von seinem Platz bei der Echsenrennbahn aus so manches. Und die meisten Leute, die zur Karawane kommen, schauen sich ein Stachelballrennen an. Also ist Bunul auch ein guter Tipp. Kaba oben am Trollring hat ebenfalls ein gutes Auge für Neuankömmlinge. Trollring hört sich irgendwie gefährlich an. Vielen Dank, Azum. So, wo sind die denn alle? Alle in der Richtung. Entschuldigt meine kratzige Stimme, aber es ist noch sehr, sehr früh am Morgen und das mag meine Stimme irgendwie nicht so. Ihr seht stark und geschmeidig aus. Ja, kommt, kommt, nehmt am Rennen teil. Versucht euer Glück im Stachelball, dem Sport der Champions. Eigentlich suche ich einen Khajiit namens Tant. Wozu noch suchen, wenn ihr eure neue Berufung schon gefunden habt? Stachelball ist der aufregendste neue Sport in ganz Tamriel. Alle werden euch als Heldin feiern. Boah, solche Leute gehen mir auf den Sack, ne? Diese typischen Verkäufer. Ich bin eigentlich nur hier, um nach Tant zu fragen. Vielleicht versteht ihr mich nicht. Bunul hat hier ein Geschäft. Er muss ein Rennen auf die Beine stellen. Vielleicht kann Bunul nach dem Rennen über Tant sprechen. Aber erst nach dem Rennen. Na schön, ich spiele mit. Ja, Bunul mag euren Stil. Das Spiel ist ganz einfach. Ihr müsst über die Bahn laufen und vor den anderen Läufern an der Ziellinie sein. Jeder von euch hat 3 Stachelbälle dabei. Diese kann man auf seine Gegner werfen, um sie zu betäuben und zu verlangsamen. Mhm, daran erinnere ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr. Ich habe hier so einiges gemacht, aber ja, daran erinnere ich mich jetzt nicht mehr. Wo muss ich denn... Nicht mit mir. Ich lasse mich nicht beißen von einer Schlange. Wo muss ich denn jetzt als nächstes hin? Wir sprechen am besten erstmal, damit ich weiß, welcher Fall jetzt wofür ist. Erlebt ein furchtbares Duell aus Tod und Zerstörung. Platziert eure Wetten. 2 schreckliche Titanen stehen sich in einem großen, blutigen Kampf gegenüber. Willkommen in der Trollarena. Die Stimme kennen wir doch. Ich suche nach einem Khajiit namens Tant. Habt ihr ihn gesehen? Kaba hat kein Interesse daran, über Stören Friede zu sprechen. Sie spricht nur über Wetten und Trolle, Gewinner und Verlierer. Vielleicht würde sie sich an einen Verlierer namens Tant erinnern, wenn ihr eine Wette abschließt. Die Kolovianer in Arentia machen mir keine Angst und das werdet ihr auch nicht. Wart ihr es, der die Kolovianer aufgehalten hat? Aus Respekt vor dem, was ihr in Arentia getan habt, dürft ihr eure Fragen stellen. Aber beeilt euch, ich habe viel zu tun. Sagt mir, was mit Tant geschehen ist. Kaba erinnert sich an ihn. Er wettete und wettete, bis er all sein Gold verloren hatte. Und dann verkroch er sich in der Flasche. Azum hörte von seinen Verlusten und von seinem Trinken und von seinen Schulden. Sie hat vielleicht sogar etwas von Kaba gehört. Wie kann er denn all sein Gold verwetten und dann saufen? Oder hat er das dann geklaut? Was hat Azum mit ihm gemacht? Wer kann das schon sagen? Sie hat schon früher versucht, Störenfriede zu warnen, ehe Hadran sie in die Krallen bekommt. Was macht Hadran mit Störenfrieden? Diese weiß es nicht und sie möchte es auch nicht wissen. Hadran lässt Störenfriede und Schuldner verschwinden. Kaba ist nicht so neugierig auf das Schicksal dieser Leute, dass sie riskieren würde, es mit ihnen zu teilen. Okay, vielen Dank, die Dame. Einmal wieder runter, glaube ich. Ich habe vergessen, dass da keine Treppe war. Betretet das Echsen, betretet das Stachelballgebiet. Echsenrenngebiet. Stachelballgebiet, Echsenrenngebiet. Moment, Moment, Moment. Muss ich nochmal mit dir sprechen? Ach so, um das zu starten. Ja. Ach so. Ihr seht stark und geschmeidig aus. Ja, kommt, kommt. Ja, wozu noch? Ja, ja. Vielleicht versteht ja, ihr mich. Ja, wissen wir alles, wissen wir alles. Also das heißt mit anderen Worten, wir müssen direkt dahin. Geht zur Startlinie. Das ist denn hier oben? Bitte kommt an die Startlinie zurück. Nee, die ist hier unten. Bereit. Fertig.
Stachelball! Lauf zur ersten Markierung. Ja, natürlich. Wieso kann ich den Stachelball nicht benutzen, ihr Schweine? Also ich habe mehrfach auf E gedrückt jetzt, aber es ging nicht. Das heißt, das Ganze ist gezinkt, behaupte ich mal. Muss ich hin? Muss ich hin? Ich habe gleich keine Ausdauer mehr. Wo muss ich hin? Achso, das war's schon. Oder muss ich hier noch rüber? Nee. Ihr fliegt wie der Wind und werft wie ein Riese. Wenn ihr eine Karriere im Stachelball ins Auge fasst, würde dieser sich geehrt fühlen, euer Betreuer zu sein. Jetzt sagt mir, was mit Tant geschehen ist. Ich erinnere mich an euren Tant, ja. Er war ein wilder Läufer, gute Geschwindigkeit, sehr stark. Er hat beim Stachelball gewonnen? Stachelball? Nein, beim Stachelball war er mies. Was meintet ihr dann? Adrans Leute haben ihn gejagt. Einen solchen Athleten wie ihn hatte ich noch nie zuvor gesehen. Dieser glaubt, dass der eine oder andere Stachelball sicher nützlich für ihn gewesen wäre. Das kann ich mir gut vorstellen. Okay, dann gehen wir zum nächsten Gebiet. Das nächste Rennen beginnt gleich. Platziert eure Wetten. Denkt daran, die dünne Linie zwischen Sieg und Niederlage ist die Ziellinie. Habt ihr in letzter Zeit jemanden namens Tant getroffen? Ich bin auf der Suche nach ihm. Jetzt ist nicht die Zeit für Fragen. Jetzt ist die Zeit für Wetten. Wettet auf eine dieser wunderbaren Echsen. Die Gewinner kriegen gutes Futter und die Verlierer werden unser gutes Futter. Sie kommen direkt in den Eintopf. Und sobald das Rennen gelaufen ist, können wir über euren Freund sprechen. Ist das euer Ernst? Habt ihr das wenigstens mit den armen Echsen abgesprochen? Wissen die, dass die nur dann nicht gegessen werden, wenn sie gewinnen? Weil sonst werden sie doch garantiert nicht gewinnen wollen. Oh, ist das bestialisch hier. Ich kenne da ein Geheimnis, womit euer Eintopf sogar noch besser wird. Ihr stellt meine Kochkünste in Frage? Nein, nur das Fleisch. Der Eintopf von diesem ist im Umkreis von mehreren Schritten bekannt. Aber vielleicht habt ihr einen Vorschlag, ein exotisches Rezept? Könnt ihr kriegen. Sagt mir einfach, wo ich Tant finden kann und ich teile es mit euch. Tant? Tant? Ah ja, jetzt erinnert sich Dulan. Gelbe Zöpfe, etwas jünger, er war hier. Er verlor erst eine Menge Münzen, dann suchte er Trost im Mondzucker rum. Ein trauriger Anblick. Lebt er noch? Oh, da bin ich mir sicher. Aber wenn Hadran davon erfahren hat, dann... Den Chef stört das Trinken nicht. Und er hat eine gewisse Geduld, was Schulden anbelangt. Aber Trunkenbolde, die allzu viel Schulden haben, verschwinden gerne mal. Die sind schlecht für den Frieden und schlecht fürs Geschäft. Was stellt der Chef mit Betrunkenen an? Wer kann das schon sagen? Dulan sieht sie nie wieder. Nun geht. Dieser hat ein Rennen zu starten. Okay, mit Azum sprechen. Die war doch eigentlich da oben. Wo ist sie denn jetzt? Ah, da. Ich habe euch gesucht. Ich dich auch. Hadran hätte gerne einen Moment eurer Zeit. Soll ich genauso verschwinden wie Tant? Solches Gerede würde ich mir vor Hadran sparen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Prophezeiungen sich gerne mal selbst erfüllen. Ihr habt diese ganze Aufmerksamkeit selbst auf euch gezogen. Gebt euch ein wenig unauffälliger und ihr überlebt den heutigen Tag vielleicht sogar. Dann bringt ihr mich zu einem Gespräch mit Hadran? Das ist das Schlauste, was ihr den ganzen Tag gesagt habt. Ja, ich bringe euch zu Hadran. Aber passt auf, was ihr zu ihm sagt. Und seid stets auf der Hut. Und vertraut ihm nicht. Ich tue es ganz sicher nicht. Dann geht mal vor.
riecht doch irgendwie nach Falle, oder? Ich weiß es nicht. Nehmen wir doch mal schnell mit. So. Geht's lang. Achso. Ich werde euch erklären, wie die Dinge hier laufen. Ein... Echt jetzt? Ich habe jetzt mit sonst was für eine Rasse, in Anführungszeichen, gerechnet. Aber nicht damit. Damit unser kleines Unterfangen funktioniert, muss jeder jeden im Auge behalten. Die Geber beobachten die Spielführer beobachten die Geber und Azum beobachtet die Spielleiter. Ich beobachte alle. Aber heute beobachte ich euch. Ich dachte, da kommt jetzt irgend so ein, weiß ich nicht, verschlagener Ork oder irgendwie sowas, ne? Oder vielleicht noch irgend so ein Khajiit oder sowas. Aber, ich suche nach einem Khajiit namens Tant. Ich hörte, dass ihr ihn habt. Lasst mich euch von Tant erzählen. Wenn er gewann, hat er schön kassiert. Wenn er verlor, hat er sich was geliehen. Als da nichts mehr kam, hat er gejammert. Er schuldet mir eine Menge Gold. Wenn ich jedem Jammerlappen mit einer rührseligen Geschichte die Schulden erlassen würde, dann wäre ich schon längst pleite. Ist er noch am Leben? Natürlich ist er noch am Leben. Tote Leute zahlen ihre Schulden nie. Wir hatten eine Abmachung, er und ich. Jetzt arbeitet er seinen Teil ab. Er trägt schwere Sachen durchs Lager. Und wenn er irgendwann nicht mehr kann, dann verkaufe ich ihn. Aber von dem Teil weiß er noch nichts. Okay, das passt dann ja doch wieder ganz gut. Kann ich seine Schulden bezahlen oder ihn euch einfach abkaufen? Warum nicht? Kommt schon, Pfeffersack. Ich bringe euch selbst zu ihm. Erstens, warum nennt er mich hier Pfeffersack? Entlang. Ja, wohin? Also, ich wollte gerade sagen, wenn er sich nicht bewegt, kann ich ihn irgendwo hin. Folgen wir dem mal. Aber wir nehmen mal alles mit, was nicht nito-nagelfest ist, weil das wird nämlich sicher gleich ganz teuer. Oder er will mich auch irgendwo in eine Grube werfen. Eins von beiden, könnte ich mir gut vorstellen. Deswegen erstmal alles mitnehmen. Naja, so, wusste ich's doch. Ich bin gut. Okay, wo ist Azum? Azum, da. Ich habe ihn nicht getraut und das war mein gutes Recht. Ganz ruhig. Tötet nicht die einzige Verbündete, die ihr in diesem Lager habt. Ich will einfach nur reden. Was habt ihr zu sagen? Hadran ist ein Monster. Das Geld und das Koma haben ihn mit den Jahren grausam gemacht. Wer sich mit ihm anlegt, wird meistens in irgendeinem Loch weit draußen verscharrt. Tötet ihn und niemand wird um ihn trauern. Ja, und wir kriegen quasi als Anzahlung schon mal einen passgenauen Gürtel vom Set Bis d'Essentia. Was ich vorschlage, ist einfach. Eine Art beschränkte Partnerschaft. Tötet Hadran und geht mit diesem Jungen namens Tant von hier weg. Warum sollte ich euch vertrauen? Ich arbeite schon mein ganzes Leben bei dieser Karawane. Diese Leute sind meine Familie. Was als kleiner Nebenverdienst für Hadran anfing, nimmt langsam Überhand. Hadran ist ein Sklavenhändler. Der Khajiit, nach dem er sucht, arbeitet keine Schulden ab. Er wird an den Meistbietenden verkauft. Was soll ich für euch tun? Schnappt euch eine der alten Uniformen aus diesem Zelt. Befreit Tant und die anderen Gefangenen. Sie sollen verkleidet fliehen. Hadran hat bereits Käufer an der Hand. Er wird auf Blut aus sein. Er wird euch nachsetzen und dann schaltet ihr ihn aus. Ganz einfach. Ich bin dabei. Aber lass mich erstmal hier rein, weil hier hinten glitzert nämlich schon die ganze Zeit ein Büchlein. Azums Tagebuch. Oh, vielleicht hat sie doch was dagegen, wenn ich das lese. Ich muss nur den richtigen Trottel finden, der diese alten Katze einen Dolch in den Rücken stößt. Dann gehört das ganze Unternehmen mir.
Ja, wir lesen das dann doch mal kurz durch. Das scheint ja interessant zu sein. Hadran hat mich nur an Bord geholt, weil er seine Nebengeschäfte erweitern wollte. Dank meiner Zeit in Orkru hatte ich den Hintergrund, den ich brauchte, um seine Spiele für ihn zu veranstalten. Jetzt bringen meine Nebenattraktionen mehr Geld ein als sein verdammter Sklavenhandel. Das ist auch immer gut. Ist ja nicht so, dass ich mich um das Fleisch scheren würde. Tue ich nicht. Wer dumm genug ist, sich von Hadran schnappen zu lassen, der ist dumm genug, verkauft zu werden. Aber diese elfische Harpier steckt ihre Krallen jeden Tag ein Stück weiter nach Elsweyr hinein. Ein Vögelchen hat mir gezwitschert, dass sie ihre verdammten Augen nach Morgenmet geschickt hat und sie hinter Hadran, Rendro, Rakhat und einigen der anderen Macher hinterher schnüffeln lässt. Sie ist tatsächlich der Meinung, dass sich hier draußen das Sagen hat, die dumme Kuh. Gut, soll sie ruhig das Sagen haben und Hadran soll verrotten. Wenn ich ihn loswerden könnte, würde ich den Sklavenhandel nur zu gern dicht machen. Als würde sie sich um ein paar gezinkte Spiele scheren, solange Rendro militärische Geheimnisse aus Pa'alat sickern lässt. Ha! Ja, und dann, ich muss nur den richtigen Trottel finden, der dieser alten Katze einen Dolch in den Rücken stößt. Dann gehört das ganze Unternehmen mir. Also, ich würde sagen, wir haben die Antwort auf die Frage gefunden. Können wir ihr trauen, beziehungsweise ist das Ganze eine gute Idee? Ich meine, sie kam schon relativ vertrauenswürdig vor, rüber, muss ich sagen. Und es ist ja klar, ne? Allianz, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Wissen wir ja. Haben wir jetzt nicht gerade was bekommen? Zeigt er mir aber nicht an. Mann, das muss ich mal einbinden. Ich dachte eigentlich, wir hätten ein Kostüm gerade bekommen. Oder müssen wir das mit E anziehen? Jetzt bin ich verwirrt. Weil die sind ja noch alle rot. Egal, dann gehe ich halt so da rein. Au, au, ich laufe zu schnell. Ich laufe zu schnell und dann bleibe ich hängen. Das ist gut. Nein, nicht das Fass. Das können wir auch nehmen. Hallo. Was ist das denn jetzt schon wieder? Wo kommst du jetzt her? Nerv nicht. Ich muss hier einen befreien. So. Diese hier verspricht, nächsten Monat das Geld zu bringen. Nein, nächste Woche. Ein Nee, Entschuldigung. Ich werde euch nichts tun. Ihr könnt mir nichts zuleide tun. Schlangen kann das Geld nicht besorgen, wenn... Was? Wirklich? Dank sei Riedeltar. Bindet diese los. Natürlich. Lauft. Oder? Nee, kommt mit. Ich weiß es nicht. Macht, was ihr wollt. Ich gucke nach dem anderen Gefangenen. Kann man nicht laufen? Was haben die denn hier auf mich draufgeworfen? Ich habe nichts gestohlen. Ich bin nur gestolpert und mit der Hand in seinen Geldbeutel gerutscht. Es tut mir leid, aber ich kenne diese dämliche Ausrede ja noch von Leuten, also von Männern speziell, die fremdgehen. Es tut mir leid, ich wollte nicht fremdgehen. Ich war nur aus Versehen nackt und bin dann in sie hineingestolpert. Ich bin hier, um euch zu befreien. Ach, endlich hört ihr Schwachköpfe auf Argumente. Was? Es war ein Unfall. Ich glaube, ich sollte das Geld, das mir in die Hände gefallen ist, als Entschädigung für diesen Zwischenfall behalten. Was ist das denn für eine Flachpfeife? Oh mein Gott. Es dauert ja noch was, bis der aufsteht, ne? So. Ich weiß nicht, was du machst, aber ihr braucht irgendwie alle viel zu lange, um euch zu bewegen. Deswegen... Hier ist gar keiner. Hol ich... Nein! Meine Freunde werden euch für das hier umbringen. Wartet nur. Beruhigt euch. Ich bin hier, um euch zu befreien. Seid ihr? Oh, vielen Dank. Ich hatte solche Angst. Da kann man den Inhalt nur stehlen? Wieso kann man hier nur stehlen und bei den anderen Sachen kann man die nehmen? Was ist das für ein Quatsch? Findet Tant. Moment. Tant ist in der Richtung. Dank. Ja, ja. Gerne, gerne.
Lauft nicht in die falsche Richtung, Leute. Nehmen wir die Jackelei auch noch mit. Gerade ein paar Leute umgenietet. Nehmen wir die Jackelei noch mit. Die sieht so schön aus. Oh, hi. Was machst du hier drin? Ich bin ja schon dran. Ach so, Tant. Ach, ich bin bei der Katze. Wir müssen hier raus. Ja, Entschuldigung. Ich habe dich gerade für eine weibliche Katze gehalten. Ich weiß auch nicht. Ich bin heute ein bisschen durcheinander. Tant dachte, man würde ihn verkaufen. Dieser dankt euch für eure Hilfe. Was ist euch zugestoßen? Tant kam hierher. Er dachte, er könnte genug Geld gewinnen, um eine Taverne zu eröffnen, um seinen Vater und seinen Sint stolz zu machen. Bevor dieser wusste, wie ihm geschieht, wurde er von Hadran und seinen Muskelmännern weggeschleift. Sie sagten, sie würden diesen an die Sklavenhändler verkaufen. Okay, vielleicht sind irgendwelche Leute unter euch, die sich mit der Lore von den Khajiit auskennen. Was ist denn ein Sint? Es ist offensichtlich nicht der Vater, vielleicht ist es der Großvater, irgendwas Gläubiges, keine Ahnung. Ich muss euch hier herausbringen. Ja, wir müssen gehen. Das Tor nach draußen ist gleich um die Ecke. Sint muss krank vor Sorge um diesen sein. Oder ist das ein Name? Das wäre ein komischer Name, aber gut, die Khajiit haben alle komische Namen oder viele halt, ne? Wir müssen hier rum, Moment. Geh da bloß nicht hoch. Komm, hüpf. Hüpf, Mädchen, hüpf. So alt bist du noch nicht. Ihr lauft mir sowieso hinterher. Dieser Kadaver gehört mir. Ihr werdet hier nicht lebendig heraus. Ich brauche Hilfe. Grund ist nicht zu groß oder zu böse. So, folge mir. Hier ist noch was zu lesen. Schreiben an die Obrigkeit. An die Obrigkeit jeglicher Regierung. Die Bewohner und Besucher von Hadrans Karawane lehnen als freie Leute den Würgegriff als Gesellschaftsregeln ab. Jeder, der versucht, die Bürger dieser Karawane von hier wegzuzwingen, wird mit ernsthaften Konsequenzen für unsere unrechtmäßigen und unmoralischen Handlungen rechnen müssen. Schnittermark ist ein freies Land für alle Völker und Arten. Wir spucken auf die Schergen der Mene, die Gedankensklaven der sogenannten Götter. Wir lehnen den unterdrückerischen Stiefel aller und wirklich aller Könige und Königinnen, Kaiser, Kaiserinnen, Allianzen und Obrigkeiten ab. Dieses Land gehört nicht den wenigen, sondern den vielen. Ja, so sollte das überall sein. Aber das kriegen die Menschen irgendwie nicht hin. Wollt ihr noch miteinander reden, oder? Kann ich... Das ist tatsächlich ein Name. Okay. Ihr habt mir meinen Tant wiedergebracht. Ich weiß nicht, wie ich ohne ihn weitergemacht hätte. Eure Freundlichkeit wird nie vergessen sein. Wie habt ihr ihn dort rausgeholt? Warte mal, hatte er nicht eben gesagt, dass das sein Sohn ist? Jetzt bin ich total verwirrt. Ist das jetzt sein Freund? Also... zusammen Freund, ne? Also fester Freund, wie auch immer. Weil er hatte doch eben irgendwas gesagt von meinem Sohn und dann hat er ihn aber so komisch genannt, mein Süßer oder mein, ich weiß es nicht. Aber ich habe irgendwie immer das mit dem Sohn noch im Kopf gehabt. Jetzt bin ich ja total... ich musste Hadran töten. Er hat manche seiner Karawanengäste in die Sklaverei verkauft. Wahrlich? Dann sei Srendar gedankt, dass ihr gekommen seid. Tamriel ist diesen glatt rasierten Moschusarsch los. Und Tant ist wieder bei mir. Helle Monde und langes Leben wünsche ich euch, Wanderin. Wir werden uns an euch erinnern. Auf ewig. Ja, dann wünsche ich euch beiden noch ein schönes Leben und sucht eure Väter. Oder auch eure Mütter. Ich weiß nicht. Also die haben jetzt nur vom Vater gesprochen. Was kriegen wir denn? Wir bekommen erfüllte Handschuhe vom Set Skoma-Schmuggler. Kommt da noch was oder starrt ihr euch nur glücklich in die Augen?
Nein, sie starren sich nur glücklich in die Augen. Na gut, ich habe das wirklich total verpeilt irgendwie am Ende, weil ich muss mir das nochmal angucken. Ich meine, er hätte am Anfang irgendwas gesagt von wegen, er macht sich Sorgen um seinen Sohn. Deswegen bin ich immer davon ausgegangen, dass das der Vater ist. Aber gut. Na? Immerhin ist alles gut gegangen. Wir haben ihn retten können und seltsamerweise keine anderen Leute gefunden, die verkauft werden sollten. Aber wahrscheinlich sind nicht so viele Leute so wagemutig, die dann da besoffen rumpöbeln oder so. Wobei rumpöbeln. Er hat wohl gejammert, so wie man sich das, so wie der eine das erzählt hatte. Und das hat dem einen wohl nicht so gefallen. Da hinten ist ein Eichhörnchen. Ich will auch als Begleiter haben. So, genug der Ablenkung. Wir machen hier erstmal einen kleinen Cut und wir sehen den Rest dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Vielen, vielen Dank an meine Unterstützer Beatkrieg, Cornelia Völkner, Markus K. und Timothy Nasu. Vielen Dank für eure Kanalmitgliedschaft. Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung. Und bis zur nächsten Folge. Ciao!